Willkommen zurück zu SteamWorld Dig. Wir hatten beim letzten Mal unseren Anfang hingelegt, haben die Mine übernommen und so ein paar Sachen entdeckt. Aber wir haben logischerweise noch einiges vor uns. So, wir haben Sachen verkauft gehabt beim letzten Mal nochmal. Und da will ich nochmal ganz kurz gucken, mit dem Geld können wir irgendwas machen. Wir könnten nochmal hier ein Upgrade kriegen, wir könnten nochmal eine größere Tasche kaufen. Wir könnten mehr Licht bekommen. Ich denke, das wäre vielleicht gar nicht mal dumm, dass wir wirklich gleich hingehen und das allererste Upgrade kaufen. Denn wenn wir beim letzten Mal das in Erinnerung rufen, der nächste Checkpoint ist schon weit unten. Und da dann halt die Möglichkeit vielleicht zu haben, ein bisschen mehr im Untergrund zu bleiben, ist meines Erachtens gar nicht mal so dumm. Alright. Ja, gucken wir mal. Wir sehen nämlich schon den Mal-3-Bereich haben wir bereits erreicht. Und es geht noch weiter nach unten. So, ich denke, in den vielen Bereichen haben wir schon das meiste mitgenommen. Hier ist zum Beispiel gerade nichts weiter. Wir wissen, dass diese Steine hier nicht von Relevanz sind, außer dass sie runterfallen und gelegentlich Schaden für den Boden anrichten können. So, jetzt sehen wir, hier haben wir ein bisschen angefangen gehabt. Hier waren wir drin, aber das war eher ein Ende als ein Anfang. Machen wir hier mal den Weg auf. Mal gucken, haben wir hier, das ist schon wieder Ecke. Da haben wir das mitgenommen. Hier, ja, das können wir jetzt hier mal so rum öffnen. Jetzt haben wir hier wieder Sachen. So, dann würde ich sagen, beginnen wir mal hier. Ja. Und arbeiten uns so runter. So, machen wir gleich den Weg weiter, bevor wir uns auf das hier stürzen. Genau. Sehr schön. Ah, hier sind nämlich gleich mehrere Sachen noch, genau. Das sieht doch alles schon mal ganz gut. Oh, was haben wir hier? Ist das irgendwas oder ist das nur ein Hintergrund? Vielleicht mal weiter gucken. Okay, ich gehe mal von aus, dass es einfach nur Hintergrund darstellen soll. So, machen wir hier mal den Weg noch perfekt, damit wir das hier weiterhin haben. Ich überlege gerade, wie man das am besten macht. Machen wir das so, denke ich, dass wir den Weg so weitermachen. Den Weg nicht so wichtig. Aber trotzdem. So, damit haben wir das hier. Dann können wir den noch mitnehmen. Und haben den ersten Slot damit gefüllt. Okay. Da wartet was auf uns. Aber ich würde ganz gerne hier erstmal in dieser Ecke bleiben. Aber nur sicherzustellen, dass wir nichts verpassen. Auf jeden Fall sieht man, wir kommen gleich in den Mal-4-Bereich. Und hier sind immer noch extremst viel Weg nach unten. Erst im 5er-Bereich. Ist hier scheinbar der nächste Checkpoint. Oha. Okay, Iranium haben wir gefunden. Den haben wir mitgenommen. Hier haben wir einen Weg, den wir einschlagen könnten. Das mache ich auch mal ganz bewusst. Genau, hier ist nämlich was. Jedenfalls, wir sehen, mittlerweile ist der Boden auch schon wieder... das Licht schon wieder... etwas problematisch. Ich hätte Boden gesagt, weil ich das gesehen hatte, wie das da am Explodieren war. Eieieiei. Du Fiesling. Oh boah, hier sind ja wieder mal super viele. Okay, das ging so in Ordnung. Oh, ja genau. Stimmt, die Dinger brechen ja weg, wenn man da draufsteht oder sie einfach einen Schaden nehmen. Okay, hier haben wir zum Beispiel meines Erachtens einen interessanten Bereich. Denn der ist ein bisschen umringt von anderen Sachen. Da müssen wir aufpassen mit dem Stein, der da im Weg liegt. Okay, dann will ich natürlich jetzt hier ein bisschen clever agieren. Das bedeutet, wir gehen hier wieder rüber und arbeiten weiter den Elevator oder uns nach unten. Und solange wir nämlich das Licht noch haben, haben wir natürlich immer schön... die Ecken, die wir sehen können. Gut. Damit haben wir jetzt den letzten Slot auch schon mal gefüllt. Da ist soweit nichts. Da ist ein Stein im Weg. Das ist ein Problem. Dann gehen wir natürlich da lang. Wir wollen ganz bewusst immer in drei Richtungen arbeiten, um stets die Ecken zu sehen. Ja, das denke ich richtig. Hier so ein bisschen... Oh, da ist sogar noch einiges mehr in dieser Ecke versteckt.
Okay, gut. No room. Okay, da ist natürlich die Frage. Es wird komplett weggeworfen. Okay. Also damit haben wir auch diese Frage beantwortet. Heißt also dieses Trash-Zeug. Okay, das kriegen wir gerade auch hier eh nicht mehr. Das ist gut. Da muss ich gucken, was dann halt... Oh no. Sehr schön, nochmal ein bisschen Licht bekommen. Das ist ebenfalls hilfreich. Aber wir kommen auch hier beide an unsere Grenze. Okay. Wir haben die Theorie, in der Theorie noch die Möglichkeit, von jedem einen mehr zu bekommen. So, das ist die Ecke. Dann würde ich sagen, arbeiten wir auf uns einfach weiter nach unten. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann wieder an eine Grenze stürzen, wo wir wirklich einfach... Ah, shit. Wo wir wirklich überlegen müssen, was Neues zu kaufen oder ähnliches. Denn bisher können wir natürlich hier ohne Probleme weiterbuddeln. Okay, die Zeit hätte man sich auch super sparen können. Oh well. Was soll's. No room. Oh, home. Okay. Dann drehen wir um. Wir haben eh nicht mehr allzu viel Licht. Ja, das ist... Da bin ich gespannt, ob es da irgendwann eine Abkürzung für gibt. Und irgendwie schneller wieder nach oben kommt. Denn der Weg ist extrem. Ich meine, wenn das Licht erstmal weg ist, ist das, glaube ich, kein großes Problem. Aber... Das ist natürlich wirklich doof. Da muss man sich wirklich so durchhangeln. Und versucht natürlich dann auch den schnellsten Weg zu wählen. Ja, sehr schön, sehr gut. Yes, you deeper you get. So, das hat uns ein bisschen was gegeben. Die Frage ist, ob es sich lohnt, irgendwas zu kaufen. Mit den 60, die wir haben. Okay, da können wir auch nichts in der Hinsicht machen. Lass uns das mal nicht machen. Denn aktuell kommen wir da relativ gut durch. Und erst wenn ich das Gefühl habe, wir arbeiten uns zu langsam durch, da brauchen wir irgendwie diesen extra Schaden, um Material zu zerstören. Das ist meines Erachtens kein Grund, das sich zu holen. Das Schöne ist, die Distanz, die wir hier immer runterbuddeln, falsche Richtung, ist in den meisten Fällen immer noch in Ordnung, dass ich mich einfach fallen lassen kann. Genau, hier ist so der erste, ein bisschen längere Bereich, genau. Aber auch hier alles kein Problem. So, dann müssen wir nachher mal uns darüber arbeiten, denn da ist nämlich noch Zeug, genau. So, Bronzeite haben wir aufgesammelt. Okidoki. Wenn das Zeug alles was wert ist, ist das natürlich okay. So, ich sollte überlegen, ob wir hier nicht einfach rübergehen und uns durcharbeiten. Genau, einfach um so einen Weg zu haben, der uns schneller von einer Seite zur anderen bringt. Nicht immer ganz nach oben zurücklaufen, sondern immer so versuchen, ein bisschen die Bereiche zu verbinden. Ich hoffe, das ist clever. Was ist dann zum Beispiel hier? Vielleicht zwei Bereiche nebeneinander, wo man einfach durchfällt? Meine Auswirkung hatte das jetzt... Oh, shit. Okay, ganz kurz hier rüber arbeiten. Ja, okay. Shit, das war jetzt ein Fehler. Das war ein richtig großer Fehler. Ja. Goddammit, ich habe den eingeprügelt. Ja, weil jetzt habe ich ein Problem, wie ich da rankomme. Also ich muss weiter nach oben nochmal. Oh, shit, ja. Okay, müssen wir uns jetzt hier so runterarbeiten. Darüber, okay. Gut. Damit haben wir auch das dann wiederum. Okay, jetzt hängt er da fest. Das ist natürlich angenehm für uns. Jetzt müssen wir den nur noch treffen. Okay. So, den ignorieren wir mal da ganz kurz, der da ist. Da unten ist wieder was. Das wollen wir uns natürlich dann gleich mal angucken. Aber dann gehen wir jetzt gleich rüber auf die andere Seite wiederum. Oh, da ist noch was. Und... gucken, ob da noch irgendwelche Sachen sind. Okay, da will ich nicht einfach nur runterplumpsen. Oh, das ist ein Riesenstein. Oh, wow, wow. Und irgendwas, was aussieht wie ein Teleporter. No room. Oh boy. Ich meine, das Gute ist, es bleibt liegen, also müssen wir uns da erstmal keine Sorgen diesbezüglich machen. Wie man sich vorstellen kann, das würde ich dann doch ganz gerne
Okay. Jetzt haben wir hier gleich zwei Sachen, die ein Problem darstellen. Oi! Okay, also hier haben wir jetzt gleich mehrere Sachen. Das heißt also, ich denke, ich gehe gleich mal wieder nach oben. Oder? Ich meine, dadurch, dass uns das Zeug nicht wegrennen kann, ist da eigentlich kein Grund. Oh, whoops. Oh, shit. Jetzt habe ich mir das vielleicht so ein bisschen versaut, genau. Ja, okay. Also hier brauchen wir vielleicht eine Leiter, um tatsächlich uns besser durchzuarbeiten. Ja, es ist ein Problem. Das ist ein ernsthaftes Problem. Das ist zum Beispiel auch interessant. Wir kommen dann nämlich noch... Oh, shit. Auch hier habe ich jetzt ein Problem. Ah, ich muss das besser durchplanen. Oh boy. Ich meine, okay, wir können jetzt hier einfach ohne Probleme durch. Wir haben immer noch die Möglichkeit. Aber das müssen wir irgendwie besser machen, denn das lief gerade alles nicht so fein. Zum Beispiel auch hier ist schon relativ knackig. Also ich denke, da sollten wir tatsächlich überlegen, uns so ein paar Notfallsleitern zu holen, dass wir hier immer wieder noch hochkommen können. Ja, das ist nicht fein. Können wir von hier uns einfach durcharbeiten? Ja, sollten wir auch, denn hier ist nämlich Zeug. Oh boy, das ist jetzt definitiv nicht so verlaufen, wie ich es mir erhofft habe. No! Ja, okay, shit. Ja, das ist das Problem, man weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Und dann kann man das schon mal falsch machen. Okay, gehen wir nach oben. Denn ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier wirklich nur Zeug finden, was wir dann zurücklassen müssen. Und das ist natürlich auch nicht ideal. Okay, Leitern kaufen. Und ja, das sollte es eigentlich sein. Ich bin mal gespannt, was dieser eine Teleporter da auf sich hat, denn eine Abkürzung wäre richtig geil. Der andere Weg wäre cleverer vermutlich gewesen. Oh wow. Guten Tag, so, yes. Noch immer, jetzt haben wir Level Up, nice. Teleporter, sweet. Build more of the stuff with my own hands. Joe Strange device, he would use them to create shortcuts back to Tumbleton. You're welcome to try them out. Dafür brauchen wir aber drei von denen, goddammit. Auf jeden Fall kaufen wir mal hier von denen welche. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall also jetzt erstmal irgendwelche Ohrs. So, meine Frage ist natürlich, und das sollten wir vielleicht mal herausfinden, Use Tool mit der Taste. Gut, damit wir ja hier keinen Fehler machen und die irgendwie doof verballern. Ah, man kann sie auch einfach wegdrücken. Okay, dann machen wir das so. Ist vielleicht ein bisschen doof, weil aus dem Auge, aus dem Sinn eventuell, aber genau. Ich lebe mal ganz kurz damit. So, lass uns mal hier die Abkürzung nehmen. Ja, damit haben wir das so verbunden. War noch mal was? Ab, das war nur im Hintergrund, okay. Okay, sweet, sweet, sweet. Lass uns mal hier weiter runterarbeiten. Wie gesagt, wir wollen immer so ein bisschen auf die Ecken Ausschau halten. Wir sprechen uns natürlich ganz kurz, da ist auch weiter nichts gut. Ich bin gespannt, wie Leitern hier funktionieren. Okay, da ist dieses eine Vieh drin eingesperrt und das darf es auch ruhig bleiben. Und was eigentlich nicht falsch ist, die da rauszuholen. Einfach um deren Buffs zu bekommen. Okay. Wir haben uns jetzt hier hin. Und wollen ganz bewusst jetzt da noch rüber. Damit wir hier die Verbindung haben. Sehr gut. So, wir wollten das Zeug mitnehmen, das wir hier bisher ignorieren mussten. Genau. Joinks. Joinks. Und Joinks. So. Da ist der Teleporter. Was bedeutet, wir werden hingehen. Werden hingehen. Und den Bereich so befreien. Ja. Da war mir wichtig, dass wir wirklich halt nicht diese Steine da irgendwie dumm bewegen. So, jetzt machen wir hier weiter. Okay, das Ding da wegzubewegen wäre interessant. Vor allem, warum ist hier Wasser? Okay, auch hier müssen wir mal weiter gucken. Ne, ihr könnt euch ruhig mal befreien, das ist mir bewusst. Da ist soweit nix, ha. Okay, gucken wir uns den Teleporter an.
Au! Oh. Und damit haben wir schon bei den ersten Checkpoints so freigeschalten. Sweet. Ich bin mir zwar nicht so ganz sicher, warum wir den Teleporter auch kaufen können. Auf jeden Fall sparen wir uns jetzt so super viel Zeit. Okay, ich denke, hier ist ganz clever, hier schon mal die Verbindung zu öffnen. Und dann werden wir gleich zurückkehren, um das uns da auch noch mitzunehmen. Ja, sehr schön. Lassen wir dich mal raus. Das war zwar doof von dem Schaden her, aber was soll's. Ich weiß nicht, wie man an das Ding rankommt. Das werden wir gleich mal sehen müssen. Wie kann man das Ding zerstören? Zum Beispiel die Dinger hier sehen so... Oh. Die kann man tatsächlich befreien. So, und wenn man sich hier clever anstellt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Nice. Okay, man muss einfach nur realisieren, dass diese Dinger tatsächlich kaputt machbar sind. Sonst wird auch die andere Seite noch kaputt gemacht, auch wenn es vielleicht vermutlich hier nicht mehr notwendig ist oder hilfreich. 2, 3, 4. Okay, wir sind immer noch bei 4 Schlägen. Das heißt also, wenn wir gleich mal die Linie da überschritten haben, werden wir mal gucken, ob es tatsächlich dann auf 5 übergeht. Ja, dann können wir nämlich natürlich überlegen, ob man nicht irgendwann... Moment, lass mal ganz kurz hier rüber. Aber mal gucken, ob da nicht irgendwas versteckt ist. Okay. Ob es dann tatsächlich auf 5 geht, dass wir dann überlegen, vielleicht nicht nochmal ein Upgrade für unsere Axt zu kaufen. Um ein bisschen mehr Schaden machen zu können. Okay. Damit haben wir den Bereich jetzt abgearbeitet. Gut. So, damit sind wir im 5er Bereich. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Also es ist tatsächlich so, wie wir uns das gedacht haben. Wir müssen tatsächlich 5-mal auf Sachen einprügeln, um das so zu erreichen. Okay, dann würde ich sagen, das ist das Geile, wenn man wirklich diese Teleporter hat. Man nutzt sie einfach aus. Man muss nicht versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Zumindest, wenn man näher eines Teleporters tatsächlich ist. So. Andere Sachen brauchen wir nicht. HP geht insgesamt noch in Ordnung. Big Pouch brauchen wir auch meines Erachtens noch nicht so allzu sehr. Also machen wir als erstes das. Gut, jetzt machen wir mehr Schaden. Wir können überlegen, gleich noch eine Stufe weiter zu gehen. Genau, ich halte mich mal zurück. Ich hatte auch überlegt, ob man vielleicht dann doch tatsächlich noch die Big Pouch hinterher kauft. Jedoch würde ich ganz gerne eher auf Sicherheit gehen, dass wir nicht irgendwie auf einmal in eine Situation kommen, wo wir was kaufen müssten und dann vielleicht nicht das Geld dafür haben. Okay, wie kommt man daran? Als erstes natürlich... Ja, wir machen den Weg hier auf. Ganz bewusst so, vor allem, dass wir stets nach... Nope. Nach oben kommen wieder. Gut. So, das ist die 2. Da sollen wir vor allem hin. Okay. Okay, also das Spiel will, dass wir hier mit Karacho kommen. Okay. Da sollen wir runter, aber wie man sich denken kann, jo. Wir werden da nicht einfach so hingehen. Gut. Uns hat jetzt hier so gefühlt das erste richtige nächste Dungeon nach dem Tutorial. Okay, wir sollen nicht hier hin. Ja, das wird interessant zu sehen, denn in den beiden Fällen kommen wir nicht einfach so darüber. Und wir können uns vor allem auch nicht diese Sprünge nehmen. What the hell? Wenn wir ganz bewusst das so machen, was passiert jetzt? Aha! Okay, jetzt ist das Ding da reingeplomst. Das ist vielleicht nicht clever. Okay, jedes Mal, wenn wir dem... Oh, shit. Jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass der das Ding hier runterdrücken kann. Au. Was haben wir hier? Den Steam Jump. Return to Town. Ja, werden wir gleich machen, aber ich würde ganz gerne dann doch eigentlich wissen, wie wir, ob wir das Ding hier besiegen können. Oh, nice.
Das Gute auch hier wieder zu wissen ist, dass man tatsächlich auf Leitern draufstehen kann. Okay, jetzt ist er da drin gefangen. Jetzt ist eh Ende im Gelände. Okay, also wir haben jetzt hier etwas freigeschalten, aber wir können es zum Beispiel aktuell noch nicht nutzen. Oh. Ah, und runter. Oh, sweet. Problem ist nur, dass ich halt nicht im Springen schlagen kann, ja. Oh, kann ich mich so einfach da durch... Oh, das ist natürlich schon cool. Gibt die ganzen Sachen eine ganz andere Dimension. Sweet. Dann brauchen wir vor allem nicht erstmal zurücklaufen. Ich dachte nämlich jetzt wirklich erst, dass man das Ganze erst erklärt bekommt. Ah, lass mich da noch nicht durchlaufen, ja? Vielleicht ganz kurz erstmal die anderen Sachen angucken. Und oh, das verbraucht das Wasser tatsächlich. Ich dachte einfach, oh, das sind aber auch die Auffüllquellen oder ähnliches. No. Nicht mal ansatzweise. Das heißt, wir müssen hier genau durchplanen, wie wir springen wollen. Okay, hier kommt man nur von der anderen Seite hin. Hoho. Macht die Situation dann doch komplett anders, ne? Nice, mehr von dem. So, zum Beispiel hier sieht aus, als wäre es anderer Boden. Zumindest, ja doch, hier im Vergleich sieht es aus wie anderer Boden. Oh. Ja, ja. Sweet. Das ist natürlich extremst cool, dass er A, auf Wasser zurückgreift, aber dass das Wasser tatsächlich auch aufgebraucht wird. Okay, da oben ist was, das wollen wir haben. Drück mal die falschen Tasten. Okay, damit haben wir jetzt hier erstmal so ein bisschen das Limit erreicht. Lass uns ganz bewusst umkehren. Zurückgehen zu... Moment, da gehen wir natürlich den richtigen Weg. Und zwar den hier, denn ich will wissen, wie wir da runterplumpsen. Was ist das hier? Genau. Okay, damit sind wir scheinbar am Anfang zurück. Gut. So, damit haben wir jetzt den Jump freigeschalten. Das erklärt auch, warum an dieser einen Stelle dort drüben es Wasser gab. Say, you found more of that strange technology. Weird how it just fits you like that. Like it's made for you. Mhm. So, einiges an Geld, sehr schick. Aber, oh, andere Richtung. Hi. The short while Joe spent on the surface, he would hang around the bar, usually by himself, scribbling away at his notes. I found this old napkin he would doodle on. Or they had doodled on. Looks sort of like a map, don't it? He has marked something on it too. Explore the cave. Okay, also im Endeffekt einfach, hey, geh mal weiter nach unten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir natürlich hin und gucken, wo es dahin geht in dem anderen Bereich, ne? Gut. So, hier sollen wir einfach runter, genau. Okay, ich habe das Gefühl aber, dass das Wasser wieder auffüllt nach einer Weile. Gut. Heißt also, man kann sich hier im Endeffekt das Ganze nicht versaubeuteln, indem man irgendwelche Fehler macht. Okay, dafür ist aber auch gleichzeitig hier der Fall, dass sich das auch wieder zurücksetzt. Ah, ich brauche gar nicht dahin. Hm. Muss ja in die andere Richtung. Okay, dann machen wir hier das Ding nochmal kaputt. Ja. Ah, ne, komm an. So, auf. So. Komme ich da jetzt wirklich nicht mehr durch? Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Oh, die Dinger fliegen frei herum und gehen nicht automatisch zu einem hin, nur wenn man das Ding geöffnet hat. Interessant. Jetzt muss ich nur schaffen, auch an den letzten ranzukommen.
irgendwie an den letzten Dankeschön ranzukommen. So. Nach oben. Okay, ich meine, ja, das ist der oben Weg, wo wir dann zu dem anderen Zeug hinkommen. Okay, ja, ja, gut. Da sage ich ja nicht nein zu. Okay, damit haben wir 10 Orbs. Das ist nur die Frage, was wir mit denen machen. Zum Beispiel mit dem Teleporter, den man kaufen könnte. Okay, zum Beispiel auch die hier sind wieder respawned. Interessant, dass man das hier wirklich immer wieder machen kann. Ich meine, dadurch, dass man keine, verdammt, keine ernsthaften Buffs oder ähnliches bekommt, geht es hier immer noch in Ordnung. Aber achso, wir müssen vor allem auch diesen einen Weg nutzen, um hier rauszukommen. Oh wow, okay. Dachte wirklich, man könnte einen anderen Weg nehmen, aber nope, not the case. So, dann filmen wir uns natürlich hier gleich von Anfang an zum Maximum auf. Aber das Gute ist, wir haben so auch eine Möglichkeit gefunden, gewisse Punkte zu überspringen, wenn wir uns vielleicht verbaut hätten oder ähnliches. Aber trotzdem würde ich das ganz gerne verhindern. So, da unten waren wir, ne? Ja. Okay, gut. So, jetzt wollen wir an das Zeug daran. Das heißt, wir arbeiten uns hier durch. Yes, das ist die richtige Entscheidung gewesen. So, meine Frage ist, gibt es hier irgendwas? Okay, lass uns die hier ganz kurz mitnehmen. Okay, das Wasser ist vor allem auch so umringt, dass man es nicht irgendwie wegleiten kann oder ähnliches. Das wollten sie sich vermutlich auch nicht antun. Interessant ist zum Beispiel, wir hatten das Stärke-Upgrade geholt, aber es dauert immer noch relativ viele Schläge. Obwohl, interessanterweise zum Beispiel, auf der Map jetzt wieder angezeigt wurde, dass wir im Dreierbereich wären. 1, 2, 3. Okay, doch, ja tatsächlich. Nice. So, hier muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen, je nachdem wie sich hier halt... Goddammit. Kommst du her? Kommst du her? Weil die laufen natürlich die komplette Richtung, die sie haben. So. Wir haben jetzt hier eine Ebene, die auch komplett miteinander verbunden ist. Wir haben hier wieder Drecksviecher. Und vor allem hier, wo man nur von einer Seite rankommt. Oh Gott, wieder mehr Viecher, die hier rauskommen können. Gegen die will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Zumindest nicht jetzt gerade aktuell. Ich überlege, wie man das am besten weitermacht. Und ich denke, dafür werden wir ganz kurz hier hochgehen. Und tatsächlich hier diese Verbindung einfacher bauen. Denn mir missfällt es, dass wir hier nicht genug Wege haben. Auch, dass wir hier diesen Weg nicht verbunden haben, aber gut. Damit werde ich mal ganz kurz leben, weil wir den Teleporter haben. Oder? Nee, eigentlich darf ich nicht damit leben. Denn da sind vielleicht Sachen, die wir bisher übersehen haben. Apropos übersehen. Wir werden gleich gar nichts mehr sehen. Ja. Dementsprechend gehen wir einfach hin, verkaufen es. Und wisst ihr was? Wir machen hier einfach Ende mit diesem Teil. Wir haben nämlich so ein bisschen was erreicht. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.